Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Command & Conquer Teil 1, der Tiberium-Konflikt. Im vergangenen Part haben wir die Mission 7 geschafft und jetzt geht's zu einer neuen Mission, die Mission 8. Als allererstes wollen wir uns mal das Briefing anschauen. Weltnachrichten und Kommentare. 6 wichtige Beiträge übertragen. Boden- und Luftkämpfe zwischen Nord- und GDI-Droiden eskalierten heute, als Nord eine neue Bodenoffensive gegen die afrikanischen GDI-Truppen startete. Wohl als Reaktion auf die jüngsten Tagnutzungen bei der GDI. GDI-Sprecher dementierten erneut Gerüchte über Waffentests, an denen auch Laserkanonen im geostationären Orbit beteiligt gewesen sein sollen, die ganze Armeen in Sekunden ausrotten können. Exklusivfotos, die heute aus dem Weltzentrum für Tiberium-Forschung herausgeschmuggelt wurden, belegen ernsthafte ökologische Schäden in Tiberium-reichen Gebieten. Ob diese ungewöhnlichen Auswirkungen auf pflanzliches Leben in irgendeinem Zusammenhang stehen mit den jüngsten Berichten über Tiberium-Vergiftung bei Menschen, das bleibt abzuwarten. Und die Zahl der Toten bis jetzt, die kennt hier noch niemand. Dieses Brick Burdett vor den Ruinen, die GDI-Terroristen übrig gelassen haben vom Santa Bianca Waisenhaus. Nun schauen Sie nicht so überrascht, Commander. Und suchen Sie nicht nach Ihrer Eva, die kann Ihnen jetzt nicht helfen. Nun, worüber wollen wir plaudern? Ihre oh so starken GDI-Truppen sind praktisch entmannt und Sie selbst stehen da als Kindermörder. Natürlich stimmt das nicht. Aber die Welt glaubt nur, was die Medien ihr zu glauben anbieten. Und ich bestimme, was die Medien glauben, ganz einfach. Ihr kleines Schusstier wird wach. Aber da ich jetzt weiß, wo Sie wohnen, Commander, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wäre ich an Ihrer Stelle, würde ich meine letzten Stunden auf Erden damit verbringen, mich zu vergnügen. Natürlich. Sie können stattdessen auch für eine verlorene Sache kämpfen. Aber Sie wissen, es ist vorbei. So Leute, also wir haben ja gesehen, die Medien, also Kane, der Anführer von Bruderschaft von Nord, der manipuliert die Medien so, dass die GDI jetzt ziemlich blöd dasteht. Angeblich hat die GDI ein Dorf zerstört und führt Morde durch, zum Beispiel auch an Kindern. Oder die planen zum Beispiel irgendeine Geheimwaffe im Weltall, die mit irgendwie mit Laser-Ionen arbeitet oder sowas. Ja, also es sieht gerade ziemlich schlecht aus. Und Finanzen haben wir auch keine mehr. Wobei man ja sagen muss, ich will ja nicht so viel vorwegnehmen, aber das mit der Laserwaffe, mit der Ionenkanone im stationären Orbit, das ist ja nicht so weit weggeholt. Gut, lassen wir uns einfach mal überraschen, was jetzt alles noch kommt. Auf alle Fälle waren das erstmal 6 neue Nachrichten. Wir haben aber noch nicht unseren Auftrag entgegengenommen. Wollen wir uns also mal noch anschauen. Feldeinweisung unter Gefechtsbedingungen. GDI-Material in Sektor 18 muss dringend repariert werden. Dieser Auftrag ist von größter taktischer Bedeutung. Starke Nordkräfte bedrohen immer noch Salzburg. GDI muss Hauptquartier errichten, um schnellen Einsatz von Entsatzkräften sicherzustellen.
Ihr Auftrag: Reparieren Sie so viele Waffensysteme, gepanzerte Fahrzeuge und Gebäude wie möglich. Wir haben also gehört, unser Auftrag besteht eigentlich aus nichts weiter, außer hier alles, was hier so ist, zu reparieren. Nun, das klingt ja erstmal grundsätzlich nicht schlecht, aber wie wir wissen, sind natürlich hier sicherlich auch irgendwo Noddies, die uns hier ein bisschen besiegen wollen, sage ich mal. So, als erstes tun wir das mal, wir reparieren mal alles, was wir hier so haben. Wir hatten das hier so schnell eingestellt, das ist nicht in Ordnung. So, erstmal alles, was wir an Gebäuden haben, ein bisschen reparieren, zack, zack, Werkstatt. Sehen wir also jetzt mal, das ist eine Werkstatt und mit dieser repariert man Fahrzeuge, wie zum Beispiel diesen Tiberium-Sammler, den ich hier gerade habe. Ja. Wie ihr sehen könnt, haben wir alles in unserer Basis, was wir bisher hatten, aber leider keine Waffenfabrik. Das heißt, es sieht wohl wahrscheinlich so aus, als können wir in dieser Mission bloß Infanterieeinheiten einsetzen. Nun, das sieht nicht bloß so aus, sondern es ist tatsächlich auch so. Das heißt, wir müssen uns mal ein bisschen Mühe geben. Als erstes benötigen wir natürlich wieder ein BMT mit ein paar Ingenieuren, wie immer. Und dann stellen wir uns hier mal eine ordentliche Verteidigung auf. Da wir nur ein paar schäbische, einfache Wachtürme haben und auch nichts nachbauen können, müssen wir unsere Einheiten mal ein bisschen so günstig hinstellen, dass die uns auch was bringen. Natürlich sortieren wir wieder unsere Einheiten. Das ist ein Schütze. Das ist ein Grenadier. Das ist ein Grenadier. Das ist ein Schütze. Das ist ein Grenadier. 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 Schütze. 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 Und Grenadier. So. Da oben sehen wir schon, ist eine Artillerie. Da stellen wir am besten mal einen Panzer hoch. Da kommt, glaube ich, dort schlecht ran. Also verkaufen wir mal das Silo. Das brauchen wir dort sowieso nicht. Weil wir haben genug Silos hier unten und so viel Geld werden wir hier eh nicht bekommen. So, dann tun wir mal den nächsten. Das nächste hier reparieren. Wie ihr sehen könnt, verfügen wir hier über was ganz Neues, nämlich den sogenannten Stahlhagel. Der ist ganz günstig, um, sag ich mal, Infanterie zu zerstören. Leider treffen die Raketen nicht so genau. Und des Weiteren ist der ziemlich günstig, um Gebäude aus einer ziemlichen Entfernung zu zerstören. Dagegen ist er nämlich ganz gut. So, das hier unten waren also alles Grenadiere, das waren alles Schützen. Und wir bauen mal noch einen zweiten Ingenieur. Übrigens, die GDI-Missionen sind an sich einfacher, weil man kann immer mit einem BMT und 5 Ingenieuren kann man eigentlich immer reinfahren in die gegnerische Basis. Das macht sich später dann selbstverständlich nicht mehr so einfach, weil später bei NOT gibt es einfach keine BMTs. Und so normal mit Ingenieuren reinzulaufen ist ziemlich riskant. Thank you.
Brauchen wir noch einen dritten Ingenieur, weil es so schön ist. Den Panzer hier oben reparieren wir mal noch. Bisschen was reparieren, was so ein bisschen eingeschlagen hier ist. So. Ein kleines bisschen schneller kann man es eigentlich ruhig mal einstellen. So. Das haben wir uns auch noch in Ordnung, sehr schön. So, dann stellen wir unseren Panzerritter hier oben hin, bauen noch einen Ingenieur und fangen mal an, das erste BMT zu reparieren. Jetzt haben wir schon 4 Ingenieure und ein BMT, was voll ist. Bauen wir noch einen Ingenieur, kann man immer gut gebrauchen. Jetzt kommen sie, mal sehen, ob unsere Abwehr gut ist. Ja, die kommen nicht mal zum Schuss. So, wir haben also ein volles BMT und eins mit einem Ingenieur. Da machen wir noch einen, da haben wir insgesamt 7 Ingenieure. Das müsste eigentlich reichen. Natürlich werden davon welche sterben, deswegen habe ich so viele gebaut. Weil die Basis ist, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, ein bisschen besser geschützt als die anderen. Ja, natürlich wird ein bisschen gespeichert, wie immer. Obwohl, ich habe es noch nie gebraucht, wie ihr euch erinnern könnt, außer einmal mit dem Kommandobot, das war ein bisschen blöd. So, jetzt gucken wir mal, Leute. Ob uns das gelingt. Könnt ihr bitte mal ein bisschen vernünftig fahren? Ja, es geht doch. So, ich weiß, die Basis ist irgendwo hier oben links, mal sehen. Das war schlau, dass die jetzt den Sammler angegriffen haben. Sehr toll. Muss man schon sagen, das war jetzt die Meisterleistung. So, hier haben wir schon ein paar Geschütztürme. Und rein in die Basis. Los, schnell. Wo ist hier der Bauhof? Ich sehe schon ein Flugfeld. Ah, das sieht schlecht aus. Zack. Okay, das ist ein bisschen sehr misslungen. Tja, nützt alles nichts, verkaufen wir es wieder. Aber das hat uns ein bisschen Geld gebracht. Aber wir haben jetzt natürlich keine BMTs mehr. Das ist natürlich jetzt Mist. Aber ich glaube, haben die einen Bauhof? Weiß gar nicht. Wie machen wir das jetzt, Leute? Jetzt brauche ich eigentlich eine Armee. Aber ich habe Angst, meine ganzen Panzer jetzt hinzuschicken. Wir warten mal ab, ob die nachbauen. Es kann sein, die haben gar keinen Bauhof, aber bestimmt doch ist da ja links irgendwo mit. Bei irgendwas bauen sie, weil das Geld geht weg. Ja, die haben Bauhof, okay. Dann müssen wir doch nochmal neu laden. Ich meine, wir würden es auch so schaffen, aber natürlich geht es dann ein bisschen schlecht. Also irgendwo scheinen sie einen Bauhof zu haben.
Was ist schlecht gelaufen? Warum läuft denn das so schlecht? Oh Gott, ein Ingenieur gerade mal. Und der ist auch noch gestorben. Also ihr seht, es ist wirklich ein bisschen scheiße hier. Ich mache das ungern laufend neu laden, aber da wir in der Mission absolut nichts haben, um BMTs nachzubauen oder so, geht das hier nun mal nicht anders. Vielleicht sollte ich die Geschwindigkeit geringer stellen. Jetzt wird's vielleicht was. Wieder nichts geworden. Oh, ich könnte ausrasten, du, da kennt ihr. Leute, das ist doch wirklich nicht in Ordnung, ey. Soll ich meine ganze Armee hinschicken oder was? Mein Gott, da geht das BMT kaputt und es kommt kein einziger Ingenieur raus. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht normal. Soll ich noch einen Wüstenjäger opfern oder was? Los. Leute, das ist natürlich kriegstechnisch absolut... So macht man das, man opfert einfach Leute. Aber ja, Sie sehen, anders geht's ja nicht. Wenn ich nur mit den zwei Dingern hier reinfahre, bringt mir das absolut nichts. Also ihr seht, ich muss das so machen, anders geht's nicht. Geld ohne Ende. Also das ist erstmal schön grundsätzlich. Und wir haben so viel Geld, dass wir sogar... Na gut. Und jetzt bauen wir uns einfach eine starke Infanteriearmee. Die haben leider noch eine Bergraffinerie, das heißt, die können dummerweise noch nachbauen. Das ist nicht so schön. Aber zum Beispiel die kleine Armee aus Schützen. Mit der kleinen Schützenarmee könnte ich zum Beispiel mal loslaufen. Mit der könnte man zum Beispiel mal... Das ist ja blöd jetzt. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Leider nicht möglich. Konstruktion im Gange. Leider nicht möglich. Konstruktion im Gange. Ja, ich kommentiere zu wenig, das weiß ich. Aber was soll ich denn da jetzt machen? Es ärgert mich, der Bauhof ist zwar weg, das heißt, die bauen erstmal grundsätzlich nichts mehr nach.
Aber die können dummerweise noch Einheiten aufbauen. Das ist das Problem. Ich dachte, hier irgendwo wäre es so eine Kirche, wo es Geld gibt. Hier ist, glaube ich, die Kirche. Ich sag mal, es ist meine kleine Armee, die ist aber wirklich klein. Tatsächlich keine Kiste, okay. Da müssen als allererstes erstmal die Einheiten hier weg. Da haben wir natürlich sehr viele Chancen. Das ist irgendwie jetzt blöd. Ich greife lieber mit Panzern an, ehrlich Leute. Das ist irgendwie... Ach nee, sowas regt mich auf. Jetzt kommen sie gleich mit dem nächsten Panzer hier an. Hallo, nicht meine Einheiten überfahren. Nicht überfahren, nein. So, als nächstes muss eigentlich alles hier weg. Aber wenn ich jetzt mit allem ankomme, was ich habe, und ich schaffe das nicht, wäre das Rotz. Ich brauche Grenadiere. Es wäre wünschenswert, die Tiberienpappe noch immer wegzukriegen. Aber die werde ich nicht wegkriegen. Nee, kriege ich nicht weg. Die reparieren wieder, die Schweine. Und wieso seid ihr eigentlich nicht mitgekommen? Ach nee, ihr seid ja die Schützen. Ah, Leute, ihr seht, das bringt irgendwie nichts. Das kotzt mich an. Weil guckt mal, jetzt bauen die wieder nach. Oh, jetzt haben sie nichts mehr an der Basis. Weil die jetzt alle erstmal ankommen. Ich könnte jetzt hier... Fußtruppen sind eben auch zu langsam. Ich hätte schon längst wieder mit meinem nächsten Trupp hinfahren können, aber nein. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich komme jetzt mit allem, was ich habe, an. Und den Rest tue ich jetzt mit Fußtruppen versuchen dann zu machen. Das, was jetzt alles kommt, das muss aber dafür jetzt auch klappen. Meine ganze Armee jetzt. Alles. Muss klappen. Guck mal, so viel haben die nicht. Die Tiberienraffinerie muss weg. Und dann gleich die Hand von Nord. Und das Flugfeld, sag ich mal, das geht eigentlich relativ. Das Blöde ist, es gibt keinen Dauerbefehl. Ich würde hier 1, 2, 3, 4, 5... Ich würde die ganze Zeit hier Grenadiere bauen, die Blöde, aber das geht eben leider nicht. Erstmal ein bisschen strategisch vorgehen. Der Stahlhagel macht die Einheiten weg. Und der auch. Und guck mal, wie blöd die fahren. Das ist so sinnlos. So, und jetzt rein damit. Rein mit allem, was ihr habt. Und machen wir doch die Hand von uns zuerst.
Ah, guckt mal die Flammenwerfer, wie fies die sind. Das wird doch nie was. Das wird nichts. Schieß doch mal, endlich. Mein Gott. So, jetzt haben wir erstmal einen Panzer hier hinten drin. Der wird aber alleine das Flugfeld nicht schaffen. Zumal die jetzt wieder alle ankommen, toll. Aber eigentlich können wir jetzt mit dem Ingenieur hier reinspazieren, weil die haben ja nichts mehr, grundsätzlich. Na? Überfährst du den noch? Nee. Okay, man kann es ja mal versuchen, mit einem Ingenieur reinzuspazieren. Vielleicht klappt's. Wir haben leider absolut nichts mehr. Kein Wüstenjäger, gar nichts. Da ist der gegnerische Sammler, okay. Wo läufst du bitte lang? Lauf mal bitte ordentlich. Die Wärmeraffinerie wäre auch schön, wenn wir die kriegen. Überfall ist ja nicht mein. Jawohl. So ist gut. Schaffen wir das noch? Schaffst du noch die Raffinerie? Du überfährst nicht meinen Ingenieur, Schwannewisch. So. Gut. Schaffst du das? Schaffst du das? Schaffst du das? Bevor der Sammler wieder rauskommt? Schaffst du. Los, rein. Gut, haben wir nicht geschafft. Ist aber nicht so schlimm. So, und jetzt können wir bauen, 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 und zwar schöne Sachen. Feueste Notbuggies, schön. Notbuggy wäre erstmal wichtiger. So, ihr könnt euch zum Beispiel mal um den letzten Panzer hier kümmern. So, wie sieht's hier aus? Hier sieht's eigentlich gut aus. So, dann geht's wieder los mit den Notbuggies, bisschen Zeug aufdecken und die Panzer machen da weiter den Rest. So, und da ich meine Basis jetzt, denke ich, so lassen kann, können die Grenadiere los, ruhig mal losziehen und sich um die Flarak hier kümmern. Den Sammler können wir auch dann noch machen. Beziehungsweise können die Infanterieeinheiten auch den Sammler machen. Müssen bloß aufpassen, dass der den dann nicht überfährt. So, ihr Panzer, schafft ihr das?
müssten eigentlich das schaffen. Wo ist denn der andere? Wird er ja hängen geblieben. So, komm her. Zack. Ist ja noch irgendwo was. Wahrscheinlich ist ja eh bloß noch dieses Dorf. Und hier hinten ist offenbar nichts mehr. Okay. Irgendwo dachte ich, gibt es hier eine Kiste. Ich habe mich doch da nicht geirrt. Ich meine, ich brauche zwar keine. Ich habe zwar genug Geld, aber trotzdem. Das wundert mich halt so ein bisschen. Ne? So, wir speichern mal, nur zur Sicherheit. Gut, das ist mir wirklich peinlich vor uns, dass ich dreimal neu laden musste. Aber das ist wirklich ein bisschen sehr misslungen. Also es ist eigentlich nicht meine Art, das werdet ihr dann später noch sehen. Das mache ich nicht immer. Aber das... Ah, hier war die Kiste, jawohl. So. Gut. Seid ihr fertig hier oben? Los, macht mal die Einheiten noch kaputt, hä? Jawohl. So. Hier ist absolut nichts mehr, okay. Dann machen wir mal hier weiter. Ihr seid auch fertig mit dem Flacher. Guckt mal, ob ihr den Sammler hinkriegt. Und jetzt guckt mal, dass er heil zurückkommt. Wie sehen meine Notbuggies aus? Wo ist der andere? Kommt er nicht hier hin oder was ist wieder los? Vorsprung. So. Eigentlich brauchen wir das Flugfeld nicht mehr. Ihr könnt dabei das Kraftwerk zerstören. Okay, hier hinten gibt es nichts mehr von Notbuggies. Mal sehen, was ist hier drüben. Nicht. Ihr könnt mal hier hochgehen, vielleicht gelingt euch das ja, die Flarak dort zu zerstören. Was ist hier? Nicht. Aber hier oben ist glaube ich noch Tiberium und die ein oder andere Flarak noch. Okay, das Spiel hängt sich gerne auf. Wie gesagt, wenn man hier Sachen aufdeckt, bist du deswegen immer mal ein bisschen sichern. Ihr könnt hier oben das kaputt machen. Okay, hier ist absolut nichts mehr. Die Flak, das machen die, das ist schön. Da habe ich gleich Flugzeuge. Das ist toll. Und dann müsste ich eigentlich die beiden Kraftwerke hier machen und dann war es das eigentlich. Nirgends. Gut. Müsste es eigentlich gewesen sein. Okay, hier kommen noch welche angewackelt. Wo haben sie denn noch was? Irgendwo müssen sie noch was haben, weil sonst wäre das Spiel noch nicht. Hä? Dort ist noch jemand. Aber das war es immer noch nicht. Muss noch irgendwo einer sein.
sehe eigentlich keinen mehr. Leute, das gibt's doch nicht. Na gut, die Raffinerie brauche ich eh nicht mehr. Aha, da hat sich noch jemand versteckt hinterm Baum. Leute, da haben wir Mission 8 auch geschafft. Sehr schön. Auch wenn es ein bisschen eine schwere Geburt war, aber naja. Guckt mal, was wir für Verluste am 68. Also das war absolut alles andere als eine Meisterleistung. Okay. Ich beende meine Party an dieser Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da machen wir dann Mission 9. Ciao, euer MTech. Ach so, Quatsch, habe ich nämlich vor uns schon den Fehler gemacht, wir müssen uns erst noch das Ziel angucken, wo es jetzt überhaupt hingeht. Nicht, dass ich das wieder vergesse. GDI-Fortschritte. Not-Fortschritte. Yeah. Und wir haben jetzt angeblich zwei Varianten, das stimmt aber nicht, es ist nur eine Variante. Nämlich Ungarn. Und das machen wir aber dann wirklich im nächsten Part erst. Ich verabschiede mich aber jetzt richtig und bis zum nächsten Mal. Ciao!